Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold, wo wir uns auf Route 45 und 46 Richtung Neuborkia befinden. Kleiner Eingang zur Dunkelhöhle, nichts Wichtiges, da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Auf der Route selbst, hier auf Route 45, gibt es viele viele verteidigungsstarke Pokémon, wie zum Beispiel Kleinstein, Georock, und für uns hier in Heart Gold gibt es dann wilde Skorgler zu fangen. Beziehungsweise, was ich ein bisschen unfair finde, für Soul Silver Spieler gibt es ein Panzer Aeron. Also da weiß ich wohl, welche Wahl mir lieber wäre. Und hier ist auch unser Drogon, den ich persönlich so genannt habe. Ja, aber das hätte ich auch irgendwie noch in die letzte Folge quetschen können, denn tatsächlich findet man Drogon, indem ihr einfach, nachdem ihr Drachenpuls von Sandra bekommen habt, nochmal zurückgeht. Ist jetzt nicht das Offensichtlichste, aber ich habe es einfach mal offscreen gemacht und wollte dann nicht ruckzuck einschalten und sagen, hey, hier, ne? Also einfach, wenn ihr Drachenpuls bekommen habt, nochmal kurz zurückgehen und dann sagt er, hey, cool, ne? Der Kameramann war ja auch schon da, den habt ihr ja noch gesehen. Aber, er hält euch dann für würdig und schenkt euch dann dieses Dratini, das, wie gesagt, hier Turbo-Tempo, Donnerwelle, ich glaube Windhose und Drachenblut kann. Georock, da wollen wir gerne wechseln, und zwar wieder auf Drogon. Der jetzt hier ein bisschen Turbo-Training erhält von uns. Hoffentlich. Auch wenn die Level der gegnerischen Pokémon nicht so hoch sind, wie man sich das vielleicht wünscht, aber dann die. Weil so ein Dragonier würde ich schon ganz gerne mitnehmen in Richtung Top 4. Ja, Arschloch. Ich hoffe mal, das tanken wir so halbwegs weg. Hat trotzdem ganz schön wehgetan. Reicht vielleicht für Level 38, wenn wir ein bisschen Glück haben. Jawohl, reicht. Bin begeistert. Level 38 für Dundee. Und als nächstes kommt Macholo, da wollen wir wieder wechseln. Wieder zu Drogon. Also, sorry, wenn der Lüfter hier wieder alles gibt. Ich mache heute mal eine besonders lange Session. Einfach, weil mir irgendwie so danach ist. Und, ja. Leider ist es zwar ziemlich warm, aber ich muss fertig werden. Denn aktuell habe ich mein schönes Zimmer hier noch für mich alleine. Sollte das demnächst nicht mehr der Fall sein, wäre ich in einer etwas prekären Situation. Deswegen arbeite ich momentan massiv im Voraus. Also wenn ihr diese Folge schaut, ist glaube ich schon Mitte Juni oder vielleicht sogar schon, ich glaube schon Ende Juni fast. Was dann so viel heißt wie, ich befinde mich schon quasi so gut wie wieder in Deutschland. Und ja, Mutter, ich war doch gerade, ach Gott, Mutter. Unmöglich. So, da seht ihr es, ein wildes Georock, das wir ja zum Glück schon längst besitzen. Wir könnten Drogon ja mal schnell Surfer beibringen, dann würde sich das Problem hier ganz schnell erledigen. Können wir fliehen? Flucht ist gescheitert. Das war so klar. Das war so klar. Okay. Diese Route hier übrigens besteht aus mehr als nur einer Einbahnstraße. Was viel heißt, wie wenn ihr die Route ganz sehen wollt, dann müsst ihr, hier seht das. Nein, und da oben lag ein Item. Na gut. Dann fliegen wir mal kurz zurück. Und wir sehen uns dann gleich beim Item wieder, wenn ich mein Dratini geheilt habe. Mein Drogon. Mein Drogon ist das. So. So, da sind wir wieder. Ganz clever jetzt von mir hier einen Superschutz einzusetzen. Fällt mir gerade so ein, wenn ich das mit Abstand schwächste Pokémon auf Platz 1 habe. Natürlich nicht so ganz Sinn der Sache. Wir wechseln einmal kurz rüber hier auf unser Gyarados und stauben hoffentlich die entscheidenden KP ab fürs nächste Level. Bitte mach nicht gleich wieder Finale. Kleinstein, bitte. Danke. Bin stolz auf dich. Kaskade. Und das Problem dürfte behoben sein. Jawohl. Sehr gut. Übrigens ganz interessant, wir kommen ja hier, Level 16, super. Wir kommen ja hier über Route 45 und 46 auf Route 29. Da finden wir dann auch, hier haben wir das Elixier. Da finden wir dann auch, hallo, die
Route 29 einmal und können dann von da aus nach Neuburg laufen. Aber ich habe gerade mal die Karte gecheckt und witzigerweise hält sich dort gerade Raikou auf. Also das wäre jetzt noch ein super Zufall, wenn wir jetzt hier ganz spontan auf Raikou treffen würden und uns dann hier das erste unserer drei legendären Raubkatzen fangen könnten. So, ich wechsle mal wieder auf Garados. Jetzt haben wir natürlich zwei Pokémon, die ein bisschen arg hinterherhinken mit Dalidali und Drogon. Da müssen wir uns mal irgendwie, tja, mal mit ein paar stärkeren Trainern auseinandersetzen, damit das Training hier mal etwas fixer geht. Steinpolitur von Onyx dürfte seine Initiative stark steigern. Wir fahren aber die Kaskade. Er macht wieder Steinpolitur, als ob er nicht eh schon schneller ist als wir. Und die Kaskade wird ihn dann leider trotzdem one-hitten. Richtig, komm schon, Bams. So einfach ist das nämlich. Und Wanderer Günther ist besiegt. Sehr schön. Yeah, wie du mich angegriffen hast, das war gut. Ah, okay, da möchte jemand unsere Telefonnummer und wir sind wieder am Rumglitschen. Das ging ja jetzt lange Zeit eigentlich gut, ne? Aber jetzt geht's wieder los hier. Ups. Deswegen ganz schnell runter hier, bla bla bla. Das ist ein Trainer? Jo, das ist ein Trainer. Ich kann euch zwar nicht mal sagen, was es für einer ist, aber es ist ein Trainer. Und es ist eine Ass-Trainerin mit dem Namen Mira. Hallo Meryl, hey! Meryl! Ein bisschen Training für unser Storm. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wie das jetzt hier Training für die Top 4 sein soll, weil ganz ehrlich, dann hätte ich hier etwas stärkere Trainer erwartet. Wenigstens so Level 30 bis 35 im Schnitt. Ja, also, weiß ich nicht. Und die wilden Pokémon sind auch alle irgendwo Richtung Level 25. Also, naja. Ne, wer es braucht. Shilock, da möchte ich wechseln. Das ist ein entwickeltes Pokémon. Da sind in Sicherheit ein paar interessante EP im Spiel. Level 24, ich glaub's ja nicht. Was soll ich denn mit solchen Pussys hier? Schutzschild, fehlgeschlagen, Donnerschlag in dem Gelände, oder? Was bringt dir denn Schutzschild? Ah, okay, also Protect quasi. Na gut. Jetzt bin ich aber schneller. Und ab dafür. Der 167 Erfahrungspunkte. Noch ein Shilock. Ja, komm. Jetzt spielen wir es auch konsequent zu Ende. Route 46 ist sehr, sehr kurz. Von daher, keine Sorge. Wir sollten es in dieser Folge noch bis Route 29 schaffen. Und damit vielleicht sogar bis Neuburg hier. Das ist ja jetzt hier quasi nur eine kleine Zwischenfolge. Bisschen Training zumindest so am Rande und ja, ne? Um kurz nochmal unser Dratini hier auf die Schnelle ein bisschen zu trainieren und euch überhaupt zu zeigen, dass und wo wir es bekommen haben. Da ist er nämlich Level 17. Sehr schön. Ass-Trainer Mira ist besiegt. Also nur nochmal, um das klarzustellen, die beiden Routen hier sind vollkommen optional. Ihr könnt natürlich jetzt einfach entspannt runterfliegen nach Neuborgia und euch den Meisterball einsacken, aber Funfi, hey! Donphan, eigentlich ein sehr cooles Pokémon. Sollen wir uns Funfi mal kurz fangen? Können wir eigentlich mal machen, ne? Eine Runde Drachenwut und dann beten wir mal, dass er schon 40 KP hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht nochmal Glück, wenn er irgendwie so 41. Oh, sogar deutlich mehr scheinbar. Na gut, dann fahren wir mal eine Windhose. Die dürfte gerade eben noch schwach genug sein. Ja, eindeutig. Eine Donnerwelle hinterher, wobei ich glaube, Funfi ist eh nicht wirklich schwer zu fangen, von daher. Oh, 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 oh. Ach ne, Quatsch. Ach, jetzt zum Rot-Pokémon. Du Horst. Ball. Wir haben eh nichts anderes, deswegen Hyperball. Und weg damit. Ah,
knapp, knapp, knapp. Und jetzt kommt der Walzer und wir sind wieder platt. Jawohl, jetzt kommen sie in Müssen. Dann wollen wir natürlich das nächste Pokémon einsetzen, nämlich unser Gyarados hier. Nur noch ein bisschen, halte durch, Gyarados, du schaffst es. Ne? Okay, bisschen überflüssig jetzt hier. Beutel und nächster Hyperball. Wir können ja eh so ziemlich Geld scheißen. Übrigens ganz kurz mal zum Kampf gegen Sandra. Wir haben natürlich die ganze Zeit so viel Kohle eingesackt. Ja, da haben wir Funfee gefangen, sehr schön. Wir haben natürlich die ganze Zeit so viel Kohle eingesackt, weil Ampharos mitgekämpft hat. Unter anderem ja der glorreiche Sieger gegen Sedraking. Und der trägt das Münzamulett, das wir uns am Ende der Folge davor besorgt haben. Und damit bekommt ihr, das wollte ich nur sagen, und dann ist mir aufgefallen, dass ich den Satz irgendwie abgebrochen habe. Damit bekommt ihr dort drüben ein nettes Item. Nein! Der wollte doch bestimmt gegen uns kämpfen. So, da haben wir den Hyperheiler gefunden. Den Trainer müssen wir jetzt leider ignorieren. Damit bekommt ihr doppelt so viel Geld, wenn das teilnehmende Pokémon, oder wenn das tragende Pokémon im Kampf, am Kampf teilnimmt. Deswegen haben wir da also so fett Kohle abgesahnt und wir haben noch einen Beleber über hier. Uiuiui, okay. Jetzt sagt der Mac aber so langsam, Junge, es wird zu warm. Ich merke es auch selbst, ich bin am Ölen wie nix. Deswegen nehmen wir jetzt hier noch einen Nugget mit. Und da haben wir schon das nächste Item. Ein Beleber gefunden, sehr schön. Und da kommt dann auch endlich mal wieder ein wildes Pokémon. Und da ist tatsächlich das Skorgler. Also das ist jetzt hier Hard Gold exklusiv. Können wir gerne mal versuchen zu fangen. Wir switchen mal kurz rüber zu Dali Dali. Der dürfte dann auch halbwegs eine Schnitte gegen haben. Und dann muss ich danach wohl eine Pause machen, weil so ist mir das Ganze hier eindeutig zu laut. Wir machen mal Zertrümmerer. Nicht sehr effektiv, bisschen Boden-Pokémon, ich weiß. Aber Seegesang wirkt immerhin sauber. Der KP war ganz wichtig. Finte hier von Skorgler. Nicht schlecht. Dann fahren wir mal Stärke. Hoch zu Keep. Kabams. So, und jetzt bringt der Seegesang auch gleich mal 2 KP. Schieben wir noch einen Schaufler hinterher. Einen Knirscher meine ich natürlich. Schaufler wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber Skorgler dürfte etwas schwieriger zu fangen sein. Zornklinge. Noch ein Knirscher. Und jetzt gibt bloß keinen Volltreffer. Komm, übertreib's nicht. Bloß kein Volltreffer. Was macht er? Kriegt den Volltreffer. Ich bin begeistert, Dali Dali. Naja. Gut. Da ist noch ein Trainer. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Also ihr merkt schon, sehr, sehr viele Gabelungen hier, sehr viele mögliche Trainer. Wer meint, das Training wirklich nötig zu haben, der kann diese Route gerne 2-3 Mal ablaufen und alle Items einsammeln. Seht mir nach, dass ich das jetzt hier vorerst nicht tue. Dick da! Sonst wird die Route und damit auch die Folge einfach viel zu lang. Tiefschlag. Tja, leider haben wir gewechselt. Ah, okay. Jetzt hat er den Surfer predicted, aber da können wir ganz gut mit leben. Denn dieser Surfer wird dich sowieso killen. Zack. So einfach ist es nämlich. Dickt. Oh ja, doch. Da möchte ich wechseln. Drogon. Hallo Diktri. Nein, wir wollen natürlich nicht wirklich gegen Diktri antreten, sondern wir wechseln wieder auf. Und dann die. Schaufler. Clever. Gut, Surfer. Ja, war klar. Autsch. Diesmal sind wir aber schneller und damit war es das für dich. Route 46 ist dann übrigens auch gleichzeitig natürlich die letzte Johto-Route überhaupt hier in
Gold, Silber und Kristall und damit auch in den beiden Remakes. Und damit haben wir sie dann auch alle gesehen, ne? Bevor es dann in Richtung Kanto geht. Mutter, ich bin doch schon so gut wie zu Hause. Meine Güte, nervt doch nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, in die Kampfzone müssen wir aber irgendwann später nochmal vorbeischauen, weil wir haben ja die tolle Pokémon-Liga natürlich noch nicht geschafft. Und jetzt sind wir auf Route 46. Hier ist der andere Eingang zur Dunkelhöhle. Hier brauchen wir den Kraxler. Rechts oder links, wir gehen mal rechts. Zack. Und treffen auf den nächsten Wanderer. Wanderer Ludwig. Wow, 5 Pokémon. Nice. Das schreit nach Training für unser Drohung. Leider Gottes kann der jetzt gerade keine Wasserattacke. Deswegen Drachenwut. Das sollte eigentlich gegen einen Level 13 Kleinstand locker reichen. Der dürfte noch keine 40 KP haben. Da bin ich mir sehr sicher. Jawohl. 200 Erfahrungspunkte und Level 18 für uns. Läuft. Als nächstes kommt noch ein Kleinstein. Nein, da wollen wir nicht wechseln. Wieder Level 13, wieder Drachenwut. Das meine ich, ne? Dafür, für solche Kämpfe, die dann trotzdem irgendwann ab und zu nochmal auftauchen, ist Drachenwut dann doch eine tolle Attacke, weil egal wie schwach dein Pokémon ist oder egal wer dein Gegner ist, die 40 KP sind dir sicher und deswegen ballern wir jetzt hier einfach eins nach dem anderen weg. Level 13, jawoll. Ups, jetzt ist mir fast der Kopfhörer abgehauen. Noch ein Kleinstein, sag mir jetzt nicht, er hat jetzt 5 Kleinsteine Level 13, was ist das denn für ein Witz? Ich meine, schade, dass Drachenwut nur 10 AP hat, aber trotzdem, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Naja, immer noch besser als der Trainer mit den 5 Carpados, ne? Wir erinnern uns. In der ersten Generation damals, ich glaube, irgendwo südlich von Lavandia. Noch eine Drachenwut. Und das war doch mal sehr effektives und vor allem effizientes Training hier. Drogon so kurz vor Level 19. Training geht gut voran. Da ist ein Trainer. Hallo. Ah, okay. Nee, der wollte uns nur einen kleinen Tipp geben. Und damit ist die Runde, so wie es aussieht, auch schon vorbei. Gleich, mein Gott, ja, eindeutig. Wir sind wieder quasi zu Hause und deswegen flüchten wir jetzt hier. Und gehen hier durch das Häuschen. So, und jetzt sind wir auf Route 29. Jetzt gucke ich mal ganz kurz im Pokécom. Nein, da ist er schon abgehauen. Verdammt. Da ist er also aktuell auf Route 30. Naja, haben wir Pech gehabt, waren wir zu langsam. Zerschneider haben wir jetzt hier nicht dabei, deswegen hopse ich jetzt hier einfach mal runter. Und dann besorgen wir uns doch zum Ende der Folge. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Lyra, hey, lange nicht gesehen. Was? Du hast bereits 8 Orden? Oh, das ist ja unglaublich. Na los, geh schon zum Professor, er wartet bereits auf dich. Jawohl. Oh, hallo Nerd. Mann, bei dir weiß man wirklich nie, mit was du als nächstes überrascht. Dank dir macht meine Forschung ganz ausgezeichnete Fortschritte. Hier, nimm bitte das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jawohl, liebe Leute, und da ist der Meisterball. So, da haben wir natürlich lange genug drauf gewartet. Leider werden wir auch davon hier nur einen einzigen bekommen. Vorhin waren ein paar wirklich hübsche Kimono-Girls hier in meinem Labor. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach dir, Nerd. Oh oh. Man hört viel Gutes über dich, weißt du das, Nerd? Du hast also den Kimono-Girls aus der Patsche geholfen, was? Das finde ich echt toll. Du legst dich für uns alle sehr ins Zeug. Ich bin echt froh darüber, einen Freund wie dich zu haben. Keine Ursache, bei denen schauen wir natürlich als nächstes auch noch vorbei. Denn von denen sollten wir, wenn ich mich richtig entsinne, in Teak City doch ein Evoli bekommen, oder? Meine ich, zumindest. Naja, werden wir sehen. Das alles aber definitiv in der nächsten Folge, denn diese hier war schon wieder lang genug. Wir haben die letzten 2 Johto-Routen hinter uns gebracht.
Nächster Stopp heißt, wie gesagt, Teak City. Und dort gibt es dann im Glockenturm ein hoffentlich erstes Aufeinandertreffen mit Ho-Oh. Alle anderen, wie gesagt, die Soul Silver spielen, bitte begebt euch ab sofort in Richtung Strudelinseln. Dort findet ihr dann Lugia. Und damit Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Infokarte oben rechts für die nächste oder letzte Episode. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Heart Gold. Tschüss.